So, hier sind wir wieder in der 59. Folge von dem Mini-Projekt. Der Black Shadow hat sich kurz mein Jetpack geliehen. Und ich wollte mir hier die Super Timber Axt hier machen. Habe ich bemerkt, ich brauche noch eine Schaufel kurz. Ich hatte noch einen Koppel. Und dann kannst du mir kurz eben die Bäume fällen. Ich bin der König der Welt. Also ohne Jetpack ist natürlich echt mal wieder halt normal, mehr oder weniger. Ja, so, jetzt brauche ich 16 Aqua, dafür brauche ich 4 Bücher. Wirken die Boots auf den Traveler auch mit Schnelligkeit in der Luft? Nee, ich glaube in der Luft eben nicht. Nee, ich mache noch 4 Rubber rein. 3, 4. So, und jetzt der große Moment. Guck mal. Das ist ja ein cooles Grundstück, das ist ganz flach. Aber guck mal meine Axt an. Was sind das eigentlich überall für Linien im Himmel? Hä? Wo? Da gibt es manchmal so Linien. Ah, ich glaube, da hast du irgendwie eine Taste gedrückt. Ich glaube F9. Versehen. Nö. Nö. Egal. Das ist einfach voll gecheatet, wenn man so ein scheiß Jetpack hat. Also kannst du mir jetzt ganz kurz mein Jetpack zurückgeben? Jetpack gegen Axt. Ja, du kannst jetzt selber Bäume fällen. Ich fliege jetzt, ich bin jetzt der Überflieger. Also ich brauch mein Jetpack. Geronimo! Hui. Also komm, gib her. Gib Jetpack. Ich hab's voll kaputt gemacht. Und jetzt hier die Axt auf the Stream. Viel Spaß beim Holzfällen. Du bist nicht aus Holz, aber ich dachte immer, dein Kopf sei aus. So, ich lade ganz kurz das. Aus dem Holzfällen, da blubbert's nur. Da fällt Holz. Glaub mir. Siehst du's? What the fuck? Lass einfach ganz lange gedrückt. Viel Spaß. Ganz lange gedrückt halten und da fällt es dem Baum schon. Ja. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Ich muss einfach unten draufhauen und es kommt von oben, baut es langsam ab. Genau. Also langsam, ja, eigentlich gut schnell. Ist einfach ein riesen Baum. Macht auch keinen Spaß. Ach. Weiter. Hui. Du kannst rechts und links, rechte Maustaste und linke Maustaste gleichzeitig, dann bist du schneller. Ja, jetzt kommt's. Noch ein bisschen, dann bist du durch. Geil, oder? Wie viel Holz hast du? Kannst du mir ja am Schluss sagen. Ja, ich wollte mich da mal an die Umstellung von dem ganzen Technik-Zeugs machen, hier. Das stelle ich alles hier drüben hin und automatisiere. Was willst du wie umstellen? Dieses Zeug hier. Ja, was? Blitz, Hilfe. Ich stelle die ganze Technik einmal um. Auch das da hinten links, von mir aus gesehen. Das dort. Das große. Was? Das, wo du gerade stehst. Das haben. Ja? Ja, das stelle ich jetzt alles um. Ah, viel Spaß. Und zwar fange ich mit dem Macerator an. Dann hier der Electric Furnace. So, deine Bäume sind gefällt. Yay.
Fast, aber ich will nicht mehr. Ich hoffe, die droppen jetzt auch ein paar Säpplinge. Ich habe Die einen. sind, ja, die sind übelst wichtig, weil die sind ganz selten, ganz selten. Ich habe einen und ich werde ihn behalten. Nee, damit kann ich jetzt einen großen Deal machen. Hm. Wenn ich das Greatwood Sapling Monopol habe, ja, siehst du, ich lerne, dass es Greatwood ist. Wenn ich das Greatwood Sapling Monopol habe, dann kann ich alles verlangen. Cool. Ach, wie toll sind Monopolstellungen. Oder müssen sie sein? So, ich mache mir ganz kurz zwei Chesties. Jetzt muss ich ganz kurz nachdenken. Hast du noch Äpfel? Nee, Äpfel. Das ist ein Klassiker aus dem Alten. So, die stelle ich jetzt hier hin. Da geht das Kabel runter. Das heißt, hier muss der Macerator hin. Nee, Äpfel habe ich gerade keine. Ich brauche auch keine Äpfel. Das war nur so, weil es ein Klassiker ist. Und ich bräuchte aber vielleicht mal Dingens da. Ja, Dingenskirchen. Brot. Ja, den Zehntel hast du bekommen. So, ich mache mir ganz kurz ein paar Dingspipes hier. Wooden Transport Pipes. Und ich langweile mich mal ganz kurz. Du langweilest dich. Okay, jetzt könnten wir eigentlich mal mit dem Hausbau anfangen. Gleich. Muss noch timbern. Und zwar eben hauptsächlich dabei könntest du mir gut helfen. Ja, endlich. Ist das gut für dich? Mhm. Das also ich habe mir auch so ein bisschen vorgestellt, die Eckpfeiler könnten wir als den Greatwood Lock machen. Verschwenderisch sein. Hey, ja, scheiß drauf. Ich sag ja nichts. Alter. Die Achse ist fast kaputt. Echt? Nee. Ja, mach ich mir halt eine neue. Sechstel ist aufgebraucht. Wo wollen wir den ersten? Also wo. Ich habe mir so überlegt, wir machen das Ganze an die Wand hier hinten ran. Also ja. Scheiße. Du musst schon ein bisschen Platz lassen. Dann gib mal die Achsen, du kannst mal Zeppling. Ich kann mal bauen. Ja. Hier ist noch ein Zeppling. Ja, ich habe ja das Monopol. Muss ich haben. Ich habe das ganze Greatwood jetzt. Soll ich das benutzen für Eckpfeiler? Ja, genau. So, jetzt brauche ich dir mal ein stylisches Haus. Du kannst, ich habe Marble, also Marmor. Ja, das, ich verstehe, was das ist. Ich weiß schon, ich bin nicht... Da kannst du, das sieht auch eigentlich relativ gut aus. Da kannst du ja auch Marble Bricks draus craften. Also, ich weiß nicht, ob ich das noch brauche, weil, also... So. Und es muss relativ groß sein, weil... Oh. Also, kurz. Ich möchte jetzt nichts sagen, aber Haus fertig. Geil, das blubbert ja so cool. So. Nee, also es muss wirklich relativ groß sein, weil die ganzen Gerätschaften müssen rein. Okay, hier liegt ein Eimer und hier liegt Rubber. Wie viele Zeppelins hast du? Drei. Gut, drei. Hier liegt, ich habe einen Eimer und Rubber gefunden. Ich habe kein Essen. Ja, hier. Yay. Das muss sein, dass ich so gütig bin. Also... Aber können wir pennen bevor dem Bau, weil also am bevor Morgen... Bevor dem Bau. Am Morgen baut sich besser. Ja, easy. Mach am besten zuerst die Hinterwand, weil dann kann ich dort schon mal anfangen mit dem Zeugs hinbauen. Ach, ja, pennen. Arg. Du machst beim Schlafen natürlich immer arg. So. Okay, hier... Ist so jetzt der Shadow Style wird jetzt gebaut. Einfach die Hinterwand am besten als erstes fertig, weil dann kann ich schon mal anfangen, das ganze Technikzeugs rüber zu stellen.
Was hast du jetzt für einen schönen Baustein, den es so oft gibt? Marble? Marble habe ich ein paar Stacks davon. Zeig. Ich weiß nicht, wo es ist. Und ich werde es auch nicht suchen, nee. Ich glaube in der... Hä, hey, hat es doch noch irgendwo Holz. Oder... Sapling Monopol besitzen! Also, Dings da, das Marble ist hier drin und hier drin, in den beiden Kisten hier. Okay, nur, also hier in der unteren Kiste. Ach, ich seh's, ein bisschen. Und hier und in dieser Kiste. Was baut man das ab? Spitzhacke, ganz normal. Da ist nichts drin, aber hier noch. Ich hab aber keine Spitzhacke. So, jetzt hast du eine. Ja, was ist denn das für eine? Eine Ruby. Okay, nur weil es Ruby drauf. Das sieht doch nicht schön aus. Hä? Ja, da kannst du Marble Bricks draus wow machen. Ach, ich habe sogar das Rezept selber rausgefunden. Ist ja nicht schwer. Nee, also. Ja, also ich muss ja sagen. Oh, das ist ein Zombie. Die Marble Bricks sehen schon ganz, ganz schnieke aus. Ne? Ja. Also muss ich zugeben. Mal gucken, wo ist mein Turtle? Mein Turtle. Alter, die ganzen Fackeln nerven auch gar nicht. Mein Turtle ist hier vorne. Hui. Upsa. Also du kannst jedes Material benutzen, weil ich habe... Also Marble, da habe ich nicht unendlich, aber da kann ich schnell viel farmen. Ist das groß genug, der Herr? Ja, von dieser Seite reicht das, glaube ich. Und am besten nicht viereckig oder so, nicht so classic, sondern... Ja, ja. Ich bin der Architekt deines Lebens. Nee, keine Ahnung. Nein. Ich habe übelst geile Idee für die Räume, weil in einem Raum mache ich sicher mal diesen geilen Tisch hier rein. In einen anderen Raum kommt... Oh, welchen dem der Schreibfeder da? Hä? Nee, den großen, den 2x2 großen. Ach, den. Und einen kannst du auch das mit der Schreibfeder reintun, das ist voll cool. Und wie hoch machen wir das ganze 3? Keine Ahnung. Das wäre perfekt. Also, jetzt muss aber deine Farm weichen, ne? Ja, ein bisschen. Na los. Das da rum. Das Dach, also was machen wir das? Was denkst du? Sorry, ich habe vorher Kacke gebaut mit den Fackeln. Ich habe nicht ans Eis gedacht. Eben. Ja. Also was wollen wir das Dach machen? Aus was will ich das Dach machen? Der Architekt schaut sich die Baumaterialien noch an und überlegt. Weil das Dach brauche ich ziemlich bald, weil ich muss die Solarpanels draufstellen, damit ich wieder Strom bekomme. Ach, dein Strom ist alle? Nee, um die Gerätschaften zu betreiben. Ja, also, ja, die Gerätschaften müssen ja nicht mehr machen, ne? Die brauchst du ja nicht. Doch, die brauche ich immer. Hey, wieso laufe ich einfach einen Block hoch? Das will ich gar nicht. Lol. Und ich bin... Wo würdest du sagen, wo wäre der Eingang? Der kommt noch, Mister. Es soll eine Farm auch so am Haus inbegriffen sein? Ja, ein kleines Räumchen mit der Farm drin wäre schon geil. Mach ich. So, und währenddem kann ich hier... Ist diese Höhe gut? Am besten wäre 3 hoch. Ein Raum? Ja. 4 hoch sieht stylisch aus. Nee, also, aber ich brauche wegen dem Ofen, der ist auch 3 hoch. Darum. Aber es soll ja über mehrere Stockwerke gehen, oder? Ja, ja, aber zuerst mal auf 3 hoch und dann sehen wir ja weiter. Ich baue jetzt erstmal diese Wand. Währenddem forsche ich hier ganz, ganz bisschen weiter. Und zwar habe ich hier die Goggles of Revealing. Geil. Guck ich schnell nach, was ich brauche. Goggles of Revealing. Bitte, ich brauche es jetzt. Hier, ich brauche Kantatio habe ich. Ich brauche Rüssi, also Tutanem. Ach, geil. Mann. Hallo? Da? Noch da? Backshadow? Ja?
Es hat sich gerade so komisch angehört bei dir. Ja, ich habe auch komisch gemacht. Brauchst du Eisenstiefel? Wieso? Ich habe genug. Ja, ich brauche welche, denn das ist wieder mal was Normales. Wobei, nee, ich glaube, ich habe doch nicht genug. Für 4 Eisen. Neben, ich mache übelst viel jetzt von dem Tutan. Ja, es reicht sogar. Jetzt, ich brauche noch. Also was ich erstmal brauche, ist Diamond Eruption. Ich brauche Papier, also Cognitio. Also Diamond Eruption ist ein Kollege von uns, der hieß früher mal iCreep. Cognitio. Ja, also mit dem mache ich vielleicht auch mal was zusammen. Vielleicht auch nicht. Würdest du was mit ihm zusammen machen? Ja, mal gucken, ob wir was wirklich machen oder eben nur so tun. Tun als ob. Nee, aber der hat einen Server und ich möchte das dann wieder mal spielen. Und das, wir dürfen das aber nur zusammen. Haben wir ausgemacht. Echt? Mhm. Echt? Und wir haben da halt Pferde und so und das ist voll schön und die gibt's hier nicht. 15 Minuten sind schon wieder rum. Nicht gerade. Ist so, wenn man sich langweilt. Ja, wenn man einen Gesprächspartner hat, ne? Nee, aber wenn Diamond Eruption kommt, dann werde ich den vorziehen. Tut mir leid. Ja. Ja, dann würde ich sagen, war es das schon für diese Folge. Das nächste Mal forsche ich hier ein bisschen weiter. Du kannst hier ein bisschen weiterbauen, wenn du Lust hast. Also auch während gerade der Aufnahmepause? Ja. Kannst du trotzdem. Hier liegt Marble rum. Ja, ich weiß. Den habe ich ja abgebaut. Ja, dann kann ich nächste Folge vielleicht schon den Ofen bauen. Weil der sieht so episch aus, kann ich nur sagen. Ihr kennt es wahrscheinlich schon. Aber ich muss ganz kurz hier noch durch den Baum durch, weil hier ist, glaube ich, irgendwo noch ein Stück Holz drin. Ja, genau dort. Ich bin auf der Traveler wieder. Und es lag. Ja, es hat Feed the Beast. Ja, eben. Und schon macht es mir keinen Spaß. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Also Folge 60. Also ist ein kleines Special vielleicht, oder doch nicht. Tschüss. Doch, du bekommst ein Haus. Yay! Ja, dann tschüss. Oder den Anfang davon. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.